Hallo? Es geht weiter mit Hallo. Dem Hunti. Ist doch nicht sexy? Ja, Generations Ultimate online, endlich mal. Ich habe eine Feuerwaffe gegen T-Rex dabei, weil ich sonst keine andere habe. Ich habe auch eine T-Rex-Rüstung. Und ja, ich wollte endlich mal hier auch so eine Folge online rausbringen. Der Hunti, vielleicht kennen ihn manche noch aus Monster Hunter Double Cross. Und das mit den zwei Xen, das war lustig. Da hatte ich noch keine Capture Card. Stimmt. Da war es halt ein richtiger Boopy-Smoopy. Ja, ich habe Kälte aufheben, cool. Aber dann kam schon wer und der hat mir gesagt, Alter, das ist krass, wenn du Dinge aufnehmen kannst. Alter, das ist so richtig krass. Dann hat er mich überzeugt mit seinen vegetarischen Eigenschaften. Richtig, weil wenn man Gras frisst, dann kackt man grün und das wolltest du austesten. Das finde ich, weißt du, wenn es so wehte, es ist sehr schade, dass es nicht so ist, aber das wäre definitiv ein Grund, warum Leute vegetarisch essen würden. Dir ist klar, dass es so auch teilweise ist? Ja, aber nicht richtig grün, nur so ansatzmäßig grün. Ach, du meinst so ein Kackgrün? Nein, halt wirklich einfach nur ein glasgrüner Haufen Scheiße. Ah, aber komplett grün. Das hättest ja du mal ungefähr. Sexy. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, einfach nach Kackfarbe essen, das ist unser Ziel. Die Kackdiät, Kackfarbendiät. Heute will ich in den Regenbogen kacken. Was soll ich da essen? Öl! Vielleicht, wenn du genug Lebensmittelfarbe ins Essen mischst? Das kann ich mir sogar vorstellen, aber. Wobei, Lebensmittelfarbe, vielleicht. Das sind soziale Experimente, die sich nur lohnen. Genau. Ich hab übrigens doch etwas Angst vor T-Rex, weil der macht Aua, aber es ist schon okay. Ich muss mir so langsam jetzt gerade Sachen farmen und so. Ich muss mal gucken, wie weit wir so kommen, bevor Rise rauskommt, aber das kommt ja erst in 100 Jahren raus oder so. Nächsten Studium, dachte ich. Ja, 100 Jahre. Und wie coole Sachen, was für coole Sachen wir hier noch hinbekommen. Am besten auch die zwei Monster, die uns ja noch fehlen aus Double Cross, was weiß ich. Dass Pecco mal die Fresse hält. Hallo Pecco. Wir haben dich. Hallo Pecco. Pecco mutet dich bitte. Witz, die niemand versteht, sind gut. Ja, cool, oder? Monster Hunter Rise? Ey, wir können sogar aktuelle Sachen sagen. Wir können über coole neue Sachen reden. Heute ist, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die zwei Leute, ein neues Monster Hunter wurde angekündigt für die Switch. Sehr cool, hat heute herausgefunden, sehr coole Neuerungen aus World mitgenommen, die ich sehr toll finde, wie zum Beispiel. Haben Sie mehr Informationen gegeben aus dem Trailer? Heute kam auch Live-Gameplay und bla bla bla. Ich habe nur auf Twitter gesehen. Auf jeden Fall. Ja, gutes Zeug, das man schon wusste, ist, dass die Maps halt nicht in Gebiete aufgeteilt sind. Ja, das ist halt eine große Map. Was ich tatsächlich ein bisschen doof finde. Was ich da aber voll okay finde, weil wenn du dir die Map mal anschaust, die ist riesig. Also ja, aber das ist halt in Anführungsstrichen das Problem, weil du dann 8 Jahre brauchst, bis du endlich mal hier dich findest. Und dann sind sie, wovor ich dann Angst habe, dass sie wie in World dann immer auf einem Fleck dumm sitzen und Dunkbomben nichts bringen. Ich glaube, das in World war einfach nur, weil die so stolz auf ihre Revierkämpfe waren. Aber was ich sagen wollte, es ist nicht mal ein Problem, dass sie so riesig sind, weil du hast den Doggo und den kannst du selber kontrollieren. So wie ich das jetzt gesehen habe. Also kannst du selber mit dem rumlaufen. Also man hat da so einen Hund neben der Katze und auf dem kann man reiten und ist dann schnell. Das ist sexy. Ich es sehr schade finde, dass es einen Hund jetzt gibt. Ja, glaube ich nicht. Na, ich meine, ich kann es verstehen, weil leider Gottes mögen nicht alle Leute Katzen lieber. Also, es gibt übrigens auch die. Also, das Moveset von The World Insect Cliff ist jetzt auch ein richtiges Spiel. Ja, das hat man ja schon im ersten Trailer gesehen. Das finde ich tatsächlich ganz cool, weil das Moveset aus World ist eine Sache, die mir sehr gerne gefällt. Das ist sehr animutastisch. Allgemein ist das Spiel darauf aufgebaut, schnell fast-paced zu sein. Ja. Was halt auch recht sexy sein kann. Vor allem, man hat da jetzt so eine Art. Man kann komisch rumhüpfen, rumfliegen, was weiß ich was. Und ja, also es sieht so aus, als hätten sie halt versucht, World, also das World-System und das klassische System zu vereinen. Ah, das sowieso, aber das mit diesem, das, was ich jetzt gerade sagen wollte, mit dass alles so schnell ist und bla bla bla, das kommt, glaube ich, eher aus Generations Ultimate, weil das eher mehr Action-based ist und so. Ja. Und das finde ich auch cool, dass die da wirklich
in so eine ganz andere Richtung gehen, die aber trotzdem auch Monster da ist und nicht Word. Dass das wieder was eigenes ist, was ich auch, was hoffentlich ganz cool ist. Haben sie was zum... Gut, du hast gesagt, du hast nicht wirklich dein geschaut, aber ja, haben sie irgendwas zum Umfang gesagt? Also, weil World ja jetzt nicht so super groß ist, gerade im Vergleich jetzt zu Gen Ultimate. Das weiß ich nicht und du kannst es nicht wirklich so vergleichen mit... Also, was du gerade vergleichst, ist eine Ultimate-Version und eine Nicht-Ultimate-Version. Ja, eben, aber deswegen frage ich halt. Ich denke, es ist nicht so groß wie Generations Ultimate, das sowieso. Ja, nicht. Das nicht, aber jetzt World mit Iceborne hat das ja quasi seine ja, Klasse der Edition bekommen. Aber das, damit ist es halt noch nicht, zumindest finde ich das noch nicht ganz so groß wie ein, in Anführungsstrich, normales Monster. Iceborne? Doch. Also, wenn du es vergleichst mit Tri-Ultimate und V-Ultimate, easy, doch. Klar. Wie viele Monster gibt es mittlerweile im World? Weniger als in 4 Ultimate. Ja, aber... Weiß ich nicht, faktisch bestätigt, aber ich bin großer Unterschied. Ich glaube, kein großer Unterschied. Aber schon, er fühlt sich so an. Weil die Monsteranzahl hat sich auf jeden Fall verdoppelt, soweit ich das weiß. Muss man mal nachschauen. Fuck, das doof ist, mir fallen gerade die ganzen Infos zu Rising an, die ich auf Twitter gesehen habe. So. Kletterhaken, was auch immer. Greifhaken. Ja, die ganzen Waffen haben halt einen Greifhaken-Move so gesehen. Das ist ja gut. Ergibt Sinn, ist ja auch ähnlich wie in Iceborne, nur halt, dass man. Wie heißt das halt, dass man da hat? Klatschclaw auf jeden Fall. Die Klatschclaw. Hat man ja auch, nur jetzt sind halt noch viel coolere Moves dabei, wo man sehr, sehr mobil ist. Hat man jedenfalls bei manchen Sachen gesehen, wie Langschwert hat einen recht coolen Move, hat auch diesen Konter aus dem Wald. Ah, Konter. Mit Lanze hat man so nach vorne, mit der Lanze macht man so ein, man fliegt halt so nach vorne und dann nochmal in der andere Richtung, in die man dann guckt. Ich bin gespannt auf, wie sich die Waffen anfühlen, weil das jetzt, also ich habe ja nur die Erfahrung aus Generations 4 Ultimate und World als drei verschiedene Stile quasi. Ich finde es interessant, wie in jedem Teil ich eine andere Lieblingswaffe quasi habe. Ich frage mich, wie das dann in Rise sein wird. Ich hoffe, also ich bin, um ehrlich zu sein, sehr unzufrieden mit Generations Ultimate, mit dem Dingensystem, mit dem Style-System, weil dadurch, ich habe absolut keinen Bock, mich in die Waffen einzudingsen. Ich nehme einfach nur Schwert und Schild mit meinem Ding ins Style und nehme nichts anderes mehr, weil ich habe keinen Bock, mich da einzuarbeiten. Na gut, ich denke, das ist ein... Und? Ich meine, ich nehme auch nur das Langschwert, aber ich habe davor halt auch dumm probiert, was mir am besten gefällt. Und jetzt zum Beispiel in World, da spiele ich jetzt auch nur noch Doppelklingen. Genau, in World spiele ich zum Beispiel mit ganz vielen verschiedenen Klingen. Aber und ich finde es halt gut, wenn es einfach nur ein Style gibt, ein Dingens. Ja, cool, und dass ja. Die Waffen halt an sich, dass darauf geachtet wird, dass die sehr cool sind. Ja, aber das war ja auch mehr so ein... Dieses Spin-off in Anführungsstrichen. Ja, das sowieso. Nee, ich wollte jetzt nur sagen, dass ich davon kein Fan bin und ich hoffe, in Rise werden mir die Waffen mehr gefallen, dass ich auch mehr spielen kann als nur Schwert und Schild. Wobei ich auch mal schauen will, wie dieses Mal mit dem Balancing hinbekommen, weil ich meine, Monster Hunter war noch nie perfekt in der Hinsicht. Deswegen spielt man mich mit Randos, weil dann geht das einem auch nicht auf den Sack. Nee, mich stört es von dem her nicht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass jetzt zum Beispiel Schwert und Schild so scheiße ist. In World mehr oder weniger, dass ich, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Speedrun-Builds habe, lohnt es sich für mich nicht, Schwert und Schild zu spielen, weil ich dann die doppelte Zeit brauche, um Monster zu töten, und das ist kacke. Kann ich nicht beurteilen, weil ich mag Schwert und Schild so oder so nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja? Wenn es jetzt eine Waffe gäbe, ja, die du cool findest, aber die ist halt einfach scheiße im Vergleich zu allen anderen, die du spielst. Na gut, ich weiß, ich hab's nicht erlebt in dem Sinne, also kann ich nicht beurteilen, wie das ist. Vielleicht wird es mich persönlich weniger stören. Ja. Aber es kann gut sein. Ist halt schade. Mal schauen. Was Schwert und Schild machen oder aus. Hunting Horn ist ja eigentlich gar nicht mal so kacke in Iceborne, aber das spielt halt keiner, weil. Keine Ahnung. Weil das ist anstrengend, da muss man sich ja Dinge merken. Ja.
Darum spiele ich kein Charge Blade, weil das ist mehr als einfach nur Knopf. Ich glaube auch übrigens, dass keine neue Waffe dazu kommt, weil die haben mal gesagt, dass sie es nur noch so machen wollen, dass also die wollen nie mehr eine Waffe weglassen, so gesehen. Weil die bei Try haben sie das, glaube ich, damals gemacht. Die Leute haben sich krass aufgeregt, da haben sie gesagt, okay, das machen wir nie wieder. Die haben bei Try Waffen weggelassen? Ja. Welche denn? Warte, lass mich überlegen. Es gab. Also gut, Try Ultimate ist wieder eine andere Geschichte. Ja, aber. Ja, schon klar. In Try, da gab's eigentlich sehr wenige Waffen sogar. Es gab keine. Ich glaube, es gab keine Doppelfliegen. Es gab keinen Jagdhorn. Es gab allgemein, es gab. Die fünf Basisdinger? Fuck, was ist es? Langschwert, Schwert und Schild, Großschwert. Und dann wahrscheinlich irgendeine Fernkampfwaffe. Fernkampf gab's sogar Bowgun, aber drei verschiedene. Light, Mittel und Groß. Ach du Scheiße. Es gab noch. Fuck, was gab's noch für Nahkampfdinger? Lanze, genau. Es gab aber keine Gun Dance. Oh ja. Ja gut, das kann ich. Also würde ich als logisch ansehen, dass sie keine Waffen mehr weglassen. Es ist halt. Ja. Es gab doch die Morphax, genau, die kam da. Und die Waffen, die man jetzt hat, zumindest die Nahkampfwaffen, Fernkampf kenne ich mich nicht super aus. Aber die Nahkampfwaffen, die sind alle so extrem unterschiedlich. Fernkampf sind auch krass unterschiedlich. Auch in dem Sinne nicht mehr wirklich. Hm. Ich meine, vor allem jetzt in World. Haben sie ja auch, ist ja auch der Unterschied zu Heavy Bogon und Light Bogon riesig eigentlich, vom Feeling her. Wie gesagt, keine Ahnung, spiel ich dafür zu wenig. Ja. Aber ich finde das vollkommen okay. Also alles, was ich für ein neues Monster Hunter bedauere, ist neue Monster, neue Maps, cool und vor allem coole Designs. Und dann mich zu verdienen. Oh ja, ich freue mich schon auf den Monster. Weil das, was eben das Coole ist, dass es so riesige Maps gibt. Das sorgt halt dafür, dass ich jetzt schon Hoffnung habe, dass ein paar Monster sehr groß werden. Und vor allem, wenn man dann auch so mobil ist und die Monster drumrum hüpft und dann so angreift, das kann ich mir super geil vorstellen. Ich fand's lustig, dass ihr jetzt zum dritten Mal hintereinander eigentlich in so einem Mainline-Title seit Zamtdos in 4 einen Schwabbelbauchmonster hinzugefügt haben. Ja, so. Aber ich will jetzt auch so schnell wirklich eigentlich die Folge beenden, weil ich es noch irgendwie schnell rennen muss. Haha. Tschüss, schon wer. Haha, Hund ist hoffentlich in der Beschreibung drin und schaut mal vorbei, der macht so komische Kunstzeuge. Kann man auch. Ich mach eigentlich gar nichts, aber. Nein, der macht auf Commissions Kunstzeug und zeichnet Sachen und ich weiß nicht. Ob, er hat viele Thumbnail-Sachen gemacht von mir. Tschüss, schon wer, du musst die Folge beenden. Ciao, du bist ein Arsch. Ciao.